Einige Kilometer Luftlinie weiter hatte die Initiative International Women in Power zum Protest vor der Blauen Moschee an der Außenalster aufgerufen. Die Demonstranten forderten, die Rechte von Frauen in streng religiösen Ländern zu verteidigen, in denen die islamische Scharia geltendes Recht ist und Frauen zum Beispiel verbietet, ohne Kopftuch aus dem Haus zu gehen. Wir wollen das Ende der Gewalt gegen die Frauen im Namen des Islam und seiner Tradition. Wir protestieren, weil immer noch keine Gleichberechtigung zwischen Mann und Frau gibt. Gleichberechtigung. Für sie gingen zum Beispiel am Jungfernstieg laut Polizei am Ende mehr als die erwarteten 200 Teilnehmerinnen auf die Straße.